Unsere Lesung, liebe Schwestern und Brüder, aus dem Buch Jesus Sirach, lässt uns einen Vers lesen, der sich so im griechischen Text und auch in der syrischen Übersetzung des Buches Jesus Sirach nicht findet, sondern nur in der lateinischen Version. Gleich im ersten Vers hier: Er bestimmte sie für ein Leben in der Wahrheit. Im Grunde genommen ist das die ganze Zusammenfassung nicht nur des Jesus Sirach Buches, sondern unseres ganzen geistlichen Lebens. Bestimmt zu sein für ein Leben in der Wahrheit, was nichts anderes bedeutet als bestimmt zu sein für ein Leben mit Christus. Dass es keinen Tag, keine Entscheidung geben kann, da wir nicht mit ihm zu Rate gehen, der von sich selber sagt, er sei die Wahrheit. Und wir glauben daran, dass er es ist. Also Leben in der Wahrheit. Bestimmt zu sein für ein Leben in der Wahrheit heißt, für ein Leben in Christus. Wir wissen, dass das seit der Taufe Wirklichkeit ist, aber dieses Geschenk, wie oft verspielen wir das? Wie oft gehen wir damit leichtfertig um? Vielleicht nehmen wir in diese Tage, da wir uns anschicken, das große Fasten zu beginnen am Mittwoch, dieses Wort mit uns. Er bestimmte mich für ein Leben in der Wahrheit.